und aus dem Nichts erschien auf der Weltkarte eine neue Destination für unsere Helden, die eine coole Weltkarte vor sich haben bei Let's Play Fire Emblem 8 The Sacred Stones. Und nicht Awakening, wie ich beim letzten Mal erwähnt habe. Cool, ich kann Items verwalten, aber ich kann leider nicht wie in Teil 13 irgendwas einkaufen. Schade eigentlich, würde ich gerne was einkaufen. Ich habe immer nämlich 5000 Gold. Gil, was auch immer, Währung oder irgendwie sowas. So, schauen wir mal nach Ide. Da soll es ja jetzt hingehen. König Haydn entschuldigt sich dafür, dass er nur singen kann, keine Soldaten zur Verfügung stellen zu können. Was hat er mir dann gegeben? Auch egal. Doch gewährt er Eirike eine kleine, aber vertrauenswürdige Gruppe seiner Vasallen. Eirike ist sehr dankbar für die Hilfe des Königs. Was kann nicht Kaiser? Hallo, Herr Kaiser. Sind Sie degradiert worden? Gerüchten über Ihren Bruder folgend, macht sie sich in Richtung Grado auf. Kommt die noch nicht her? Naja. Der erste... Ach ja, stimmt, die sind überfallen worden. Stimmt! In ihrer Heimat! Stimmt! Jetzt hab ich's wieder. Der erste Halt der Gruppe findet in dem abgelegenen Dorf Ide statt. Also nicht Ide Stadt, sondern die gehen nach Ide und da findet was statt. Noch bis vor kurzem war diese kleine Siedlung ein Teil von René. Hier wird Eirika mit eigenen Augen die Verwüstungen Renés sehen. Dieser blöde René. In Kapitel 2. Die Beschützten. Und nicht die Beschützten, so wie es für mich gerade ein bisschen aussieht. Seth hat eine Route für uns erstellt. Wir reisen von René aus nach Süden und durchqueren Seraphiu auf dem Weg ins Territorium von Grado. Das scheint mir ein vernünftiger Plan zu sein. Vorausgesetzt natürlich, wir können es vermeiden, über Grados Soldaten zu stolpern. Als würde uns das in nur einem Spiel gelingen. Das ist ein Taktik-Schlachten-RPG mit Ching-Ching-Ching-Ching-Ching-Ching-Ching-Khan-Einlagen. Prinzessin Eirika, würdet ihr es mir erlauben, das Gebiet zu erkunden? Vom Himmel aus habe ich eine bessere Chance, feindliche Truppen zu erspähen. Und ich könnte euch auch alle dorthin fliegen, aber das würde keinen Spaß machen. Wir stehen unter eurem Kommando, Eure Hoheit. Werdet ihr die Erlaubnis erteilen? Ja, selbstverständlich. Aber halte die Augen nach gegnerischen Bogenschützen offen, Vanessa. Ja, Euer Hoheit, das werde ich. Ich werde eurem Vertrauen in mich alle Ehre machen. Zumia rest in pieces. Also, naja, wer Teil 8, 13 gespielt hat, weiß, was ich meine. Sie scheint sehr aufrichtig zu sein. Aufrichtig? Ja, sehr. Hoffentlich auch lebendig. Ja, das ist also Zumia Vorgängerin, mehr oder weniger. Hey Boss, wir haben noch mehr Dörfer gefunden. Wir sind reif genug, wenn wir reif genug sind, von uns gepflückt zu werden. 1, 2, 3. Hehehe, das liebe ich doch, einen guten Krieg. Die Soldaten im Land haben alle Handy voll zu tun. So können wir plündern und brennschätzen, wie es uns beliebt. Nun gut, Bohne, du übernimmst es. Griff die Alice, was nicht nied- und nägelfest ist. Und bring die Böte ins Versteck. Darauf kannst du wetten. Warum ist er weggelaufen? Die Dörfer waren doch hier. Vater, da kommen Banditen. Ich bring dich in Sicherheit, Ross. Bleib in meiner Nähe. Das sieht nach einem mächtigen Vater aus. Fangen wir mit dem Dorf da drüben an. Los, Jungs, es gehört euch. Bringt jeden zu Fall, der dumm genug ist, sich euch in den Weg zu stellen. Ich umrunde die Berge im Westen, um die anderen Dörfer zu erreichen. Ach so, das ist ein Dörfer. Ey! Der ist an die Grenze gegangen und sie haben ihr eigenes Dorf, glaube ich, den Erdboden gleich. Der ist doch nicht mal reingegangen. Ein einzelner Mann, der ein ganzes Dorf. Das ist Gades! Verdammter Gades! Ich habe dich schon mehrfach bezwungen, sogar beim ersten Mal. Dann hast du mich bezwungen. Aber jetzt gibt's Rache, Gades. Ross, was ist los? Bist du in Ordnung? Es ist nichts, nur ein Kratzer. Du bist ein Kriegervater und ich bin dein Sohn. So leicht kann man mich nicht bezwingen. Setz dein Leben nicht so leichtfertig aufs Spiel. Wir müssen Hilfe holen. Bitte, jemand muss meinem Sohn helfen. Schrei lauter, wir hören dich. Ah,
Das sieht nicht gut aus. Ich muss sofort zurück und Prinzessin Arika Bericht erstatten. Huch, da ist sie ja schon. Welch Zufall. Ich bringe schlimme Nachricht. Das Dorf im Osten wird von Banditen angegriffen. Banditen? Und schon befinden wir uns in unserem ersten Dilemma. Wir müssen zügig voranschreiten und so wenig Aufmerksamkeit wie möglich erregen. Aber ich kann nicht tatenlos zusehen, wie Unschuldigen Leid zugefügt wird. Vanessa, wie schlagen sich die Dörfler? Ich habe einen Verwundeten gesehen. Ich glaube, es handelt sich um ein Kind. Vater Mulder, kann euer Stab seine Wunden heilen? Nun ja, mit Hilfe meines Stabes sollte es ein leichtes sein, seine Wunden zu versorgen. Aber ich habe ihn so oft schon in meinen Hintern gesteckt. Von hier aus bin ich machtlos. Er ist viel zu weit weg. Ich muss ihm nahe sein. Geistig wie körperlich. Am besten in ihm. Prinzessin, überlass das mir. Ich werde den Jungen herbringen. Oh, das ist aber toll. In Ordnung, Vanessa. Ich überlasse dies dir. Nun denn, ich bin schon unterwegs. Yeah, Turbo Boost. Jum, 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 die bum. Okay. Also, ui, hier unten ist ja... da ist ja noch viel mehr. Viel, viel mehr. An dieser Stelle ein ganz dickes Dankeschön an Vega Goku. Der hatte mir eine wundervolle Auflistung gegeben, was ich in welchem Kapitel machen muss, um irgendwelche Charaktere anzuheuern. Das Problem ist, mein Internet ist momentan nicht funktionsfähig. Ja, ich kann nicht nachgucken, weil ich nicht drauf zugreifen kann. Deswegen habe ich jetzt gerade keine Ahnung mehr. So, das ist Garcia. Moment, wir können über die Berge. Ine. Insel mit zwei Bergen, kann ich jetzt mit dir reden? Nein, das kann ich nicht, deswegen fliege ich jetzt. Verdammt, ich kann nicht mit denen reden, das ist ein bisschen blöd. Aber vielleicht könnte ich mal gucken, was das hier bringt. Leichtlanze, vermutlich Langspeer, auch gleichzeitig eine Fernkampfwaffe. Das heißt, ich könnte theoretisch in den Fernkampf mit ihm treten und es wäre eventuell sogar besser, weil er eine verdammte Axt hat. Verdammte Axt! Ja. Gucken wir mal, Langspeer... Ist jetzt nicht weltbewegend. Und ich... Oh mein Gott, ist das schlecht. Ach du Liebe, ist das übel. Wie machen... Moment. Nein, Leichtlanze. Die Leichtlanze wäre besser, aber... Sie hat... Also, der hat mit der Axt den Vorteil. Toll, da sagen sie mir, ich kann den holen gehen, aber dabei würde ich sterben. Moment, ich muss gerade mal... So, das wäre 10 Schaden. Ich würde 8 kriegen mit einer... Wisst ihr was? Ich vertraue auf Mr. Zufall. Mr. Zufall! Ja, steck ihn was rein. Und nun haust du nicht vorbei. Mr. Zufall, ich brauche dich. In der nächsten Runde von Let's Play, Runde Kapitel 3. Oh, ich verstehe. Ich glaube, ich hätte Mr. Mulder mitnehmen sollen. Aber... der kann auch zu Fuß laufen, ne? Das ist wichtig, dass der auch in Übung bleibt. Das ist ja... Wieso kann ich nicht... Moment, Erika, du besuchst das Dörflein. Versorg? Was ist jetzt der Unterschied zwischen Besuch und Versorg? Versorg? Moment. Geben ist seliger denn nehmen. Aber nehmen macht mehr Spaß als geben. Aber wieso kann ich nichts nehmen? Also ich könnte jetzt hier was lagern, oder was? Weil wenn ich... Wozu soll ich jetzt was lagern? Ich habe genug Inventar und sowas. Das ist furchtbar! Was sollen wir denn nur tun? Die Banditen sind so nahe. Wenn wir nicht einen Weg finden, uns selbst zu schützen, ist das Dorf dem Untergang geweiht. Vielleicht. Leute, hört mir zu. Ihr müsst sofort die Tore schließen. Beeilt euch, bevor die Banditen hier sind. Wer seid ihr? Ihr seid nicht aus den Nachbardörfern, oder? Und eure Waffen verraten, dass ihr keine Gemeine seid. Was? Keine Gemeine? Wir sind nicht gemein? Das wüsste ich aber! Ich bin R. Was? Du bist ein Kerl, du bist dein Bruder, oder was? Mein Name ist Irina. Ich bin eine Söldnerin. Ach so, sie ist nicht R, sondern Irina, meine ich. Eine Söldnerin mit Namen Irina, ja. Ihr seid mehr als nur eine Söldnerin, das kann ich fühlen. Aber keine Sorge, das geht mich nichts an. Ich habe mich euch noch nicht vorgestellt. Ich bin Selena, Generalin in Grados Armee. Und gleich tot, wenn ich den Rücken zustecke. Ah, ist alles in Ordnung? Ja, es ist nichts.
Mir scheint, als hätten die Bewohner dieses Dorfes ein Problem mit Banditen. Ich würde ihnen gerne helfen, aber ich habe meine Befehle. Ich muss sofort zur Hauptstadt aufbrechen und kann nicht bleiben. Ihr seid bewaffnet und ihr behauptet, eine Söldnerin zu sein. Werdet ihr ihnen beistehen? Gibt es ein Problem? Nein, natürlich werde ich ihnen helfen. Nur, ihr seid einer von Grados Generälen. Warum? Dies sind keine Soldaten, dies sind Bürger. Müssen sie denn leiden, nur weil ihre Anführer kämpfen? Ich ersuche euch um eure Hilfe. Nehmt dies als Entlohnung. Oh ja, was gibt's, ihre Jungfräulichkeit, yeah! Oder ein Aufsatz für den Stab, um wieder Feuerzeug. Auch nicht verkehrt, so Fettor. Warum wir Fettor unten? Okay. Wir warten. Wen haben wir hier? Franzl. Warum? Ach so, Briten, ja stimmt, Briten Einheiten sind so ungut durch Wald. So, dann der Franzl geht dann Richtung Süden. Und jetzt sind wir auch schon durch. Ups. Ey! Hacke! Ich bin ein Krieger bis zu Ende. Ich glaube, das war schlecht, oder? Scheiße. Ich werde mich rächen! So, da bin ich wieder. Habe Eirika noch ins Dorf geschickt und jetzt machen wir erstmal, dass der hier wegkommt. Komm her, Junge. Ich bin ganz lieb zu dir. Noch. So, jetzt gucken wir mal erstmal, wie hoch die der A-Radius ist. So, dann gehst du, mein lieber Heilmeister, mal hier unten lang. Eirika ist da. Nein, der Seth geht erstmal in die Richtung. Der will das zweite Dörflein noch untersuchen. Der Franzl geht weiter nach unten und wartet. Und du kommst ganz langsam. Pumpf, 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 pumpf. Auch mal unten an und verteilst Erdbeben. Oh, da sind die mächtigen Axtkrieger beide unterwegs. Zackabombs! Ja, der Vater kann wenigstens was. Oh, der Vater greift an. Der Vater ist erfolgreich. Der Vater kann jetzt neue Kinder zeugen. Er ist wieder bereit für mehr. Gut. So. Ja, offensichtlich, ich wurde gefragt, könnte ich denn nicht einfach eine Einheit hier stehen lassen und warten, bis der kommt? Ich meine, ihr seht's ja, der Vater Stab Brausemeister hier. Umrührungs. Steht direkt davor und der kommt nicht. Da bleibt mir wohl nichts anderes. Nein, Mr. Seth, wir gehen da entlang. Okay, besuchen wir erstmal das Dörflein hier. Ein hinreißender Mann hat mich gerettet. Zwar war er wie ein Söldner gekleidet, aber ihn umgab eine Aura der Eleganz. Er gab mir dieses Elixier. Ich bin sicher, es wird euch auf dem Schlachtfeld von Nutzen sein. Mille, 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 mille. Mal ordentlich einen Schluck hier, so, weiter warten. Franzl? Moment, Franzl dürfte genug Bewegungsradius haben, wenn er sich hier hinstellt, dass er in der nächsten Runde runterpreschen kann. Wah, 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 wah. Und du hast genug Masse, um darum zu warten. Moment. Wir haben ja noch den kleinen Jungen hier. Den setzen wir mal kurz hier ab. Und dann Scheiße. Könnte ich... Moment. Kann ich hier rum mit dem wieder... ich kann nur warten. Ist das... lame. Das... Er ist stark verwundet. Kann ich mit dir heilen? Oh, ich kann auch die Grünen heilen. Die Grünen, das sind die Waldläufer, Jungs. Die Kokiris, die im Wald Holz hacken, weil sie eins mit dem Wald waren. Aber dann hat sich irgendjemand Splitter eingefangen und hat gesagt, du wirst bluten, Wald! Dein Herz werde ich mir zu eigen machen. Ich kann reden, gut. Das ist immer besser als unsinniges Köpfe einschlagen. Zuvor sollte man wenigstens reden, dass man Köpfe einschlägt. Hey, hör zu! Mein Dorf wird von Banditen angegriffen! Mein Name ist Ross! Kommt schon! Ihr müsst mir helfen und diese Räuber vertreiben! Ross, keine Ahnung. Gab's da nicht irgendeine Serie, wo jemand Ross hieß? Ja, gibt's bestimmt mehr, aber mir fällt gar nichts ein! Ich würde gerne eine Referenz einbauen, aber ich kann es nicht! In Ordnung, aber atme zuerst tief durch und beruhige dich, Ross. Überlass das Dorf nur uns. Wir werden uns um die Banditen kümmern. Seth, bring den Jungen an einen sicheren Ort. Nein, wartet! Ich werde ebenfalls kämpfen! Aber... mein Vater kämpft da draußen ganz allein gegen die Banditen. Stimmt nicht, da ist gerade die Flugeinheit da und hat eine Senkrechtlandung hingelegt. Ich muss so schnell wie möglich wieder an seine Seite. Ich bin der Sohn des großen Garcia. Solange ich meine Axt in Händen halte, wird kein Bandit mich besiegen. Ey! Ja, hat man ja gesehen.
Also gut, ich sehe, dass du dich nicht zur Umkehr bewegen lassen wirst. Aber du musst mir versprechen, dass du stets in unserer Nähe bleiben wirst. Oh ja, das wird er. Ansonsten sind wir, glaube ich, fertig. Ja, gut. Oh, die Bergbaubanditen sind da. Und... Oh, da geht jemand auf den Bogenschützen los. Da geht jemand... Oh mein Gott, da haut jemand am... Ach so. Hä? Ach so, er hat zweimal zugehauen. Er hat zweimal zugehauen. Oh, Moment. Rache! Rache für all die Sumia-Tode! Du Schuft! Ja, das geht sogar! Nimm es! Ja, durch den Mund! Schluck tief, dass es hinten wieder rauskommt! Aber nicht unten, sondern wirklich hinten. So, der ist hinüber. Das gefällt dem Bären ganz gut. So, gucken wir mal, was der König Ross so hinkriegt mit seiner Hacke. Wackehack. Das sieht nicht gut aus. Moment, ich kann ihn ja heilen. Moment. Wir haben noch andere Maßnahmen zur Verfügung. So, Mr. Franzl, der hat eine Axt, also... Ja, vertrimme ihn. Nimm die Axt und du haust... Yeah, wunderbar, ausgezeichnet, der Halsapsel. Halsaps. Sind das Halsmus? Franzl! Yeah! Weiter mit dir! Okay, die sind noch an den Bergen. Das heißt, die haben nichts zu färb. Na, war schlecht. War schlecht, der Spruch. Okay. Jetzt Wacke hatte... Ja, okay. Du haust mit der Hacke mal ordentlich drauf, Junge. Was? Der wirft das Ding? Hoffentlich? Nee, der greift nicht zusammen an. 33! Mit 33 Schaden, da fängt das Sterben an. Mit 33 Schaden, da hat man Spaß daran. So, mach ihn wieder voll. Wenn er voll ist, dann kann er in der nächsten Runde seinem Widersacher den Todesstoß versetzen. Hoffe ich zumindest. Kommt der hier? Nein, der kommt auch nicht dran vorbei. Das ist gut, das ist ausgezeichnet. So, du gehst in den Wald, machst einen Spaziergang, um die Kokinis zu suchen. Und du wartest hier. Und du sicherst die Position hier unten. Du wartest. Und jetzt, komm. Was? Nein! Mein Plan! Mein verdammter Plan haben sie zunichte gemacht, dieser Drecksspatzen. Hölge Schneider. So, Hölge Schneider kommt bis da und er nicht. So, jetzt ist die Frage, ich muss etwas tun. So, nämlich mit der Eisenlanze. Ach du Scheiße. Gilliam ist immer sowas von unterbelichtet. Ich meine, unterbesetzt hier. Moment, ich könnte mich auch mit der Arika hier hinstellen. Und das Rapier in mehrfacher Ausführung durch seine Eingeweide durchbohren. Ja, Arika! Du kannst es! Jawohl! Du bist die Beste! Du bist die Geilste! Du bist die Schönste! Du hast auch noch ein nettes Level-Up. Yeah, Arika, Schnuckel, Schätzelein, ich lade dich auf den Kuchen ein. Aber zuerst laden wir... Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt aber sowas von blöd. Ich würde jetzt am liebsten dem hier mit Franzl eins drauf jagen. Aber das geht alles nicht. So mit... Nee, das... Obwohl, Moment. Auch wenn alle sagen, ja, benutzt den Cess nicht. Aber ja gut, wie soll ich jetzt gerade sonst noch benutzen? Ich muss ja gucken, dass ich den Ross auch mal hier vielleicht ein Level-Up zuführe. Der Gilliam würde ihn nicht töten. Ich meine, ich könnte ihn hier versuchen hinzustellen und mal versuchen, einen Schlag abzugeben. Aber der... Warum greift er nicht zweimal an? Ich meine, er würde wahrscheinlich definitiv einen Treffer kassieren. Ansonsten, ich könnte da vor oben versuchen, das zu sichern. Moment, ich gucke gerade mal kurz die... Okay, er kommt da nicht so richtig vorbei. Er kann also nur auf Arika losgehen. Das ist gut für uns. Na okay, vielleicht damit du ein paar Erfahrungspunkte abkriegst. Ich probier's einfach mal. Auch wenn ich es für scheiße halte. Yeah! Du bist der Beste! Na, du kannst es aushalten. Er steht noch auf beiden Beinen mit zwei tollen Lederschüchchen. So, jetzt ist der... Ja, so machen wir's. Der ist... Moment, ich muss gerade was gucken. Scheiße! Er kann nicht in den Wald. Das ist blöd. Das ist sehr blöd. Okay, versuchen wir's trotzdem mal. Seth, du tötest... Gucken wir mal ganz kurz. Oder aber...
Ich mach das jetzt. Ich habe überlegt, ob ich vielleicht mit Ross auf den hier losgehen soll, aber... Nee. Das machen wir nicht. Wo kriegst du den Kill? Der Franzl geht in den Wald. Aber wenn das schlecht ist, so, Eisenschwer. Au, verdammt, das kommt nicht ganz hin. Urk. So, hoffentlich triffst du ihn hier, aber zumindest. Ja, das tut er. Sehr gut. Und er haut vorbei. Noch viel besser. Ich hätte mal auf die wahrscheinliche Trefferwahrscheinlichkeit gucken sollen. So, und jetzt kommt der Ross. Und der Ross ist Boss. Und der Ross hat jetzt eine Trefferwahrscheinlichkeit von quasi gar nichts. Oh mein Gott, jetzt habe ich mich aber sowas von zugebaut hier, dass ich ihn nicht mehr heilen kann. Ich hoffe, das macht keinen Unterschied. Du haust daneben natürlich nicht. Scheiße. Das sieht nicht gut aus. Ich könnte... Nein, kann ich nicht... Oh mein Gott! Ach du liebe... Oh mein Gott! Gott! Oh! Oh, ich bin so schlecht in diesen Spielen. Ja, komm. Mach. Zock. Gut, und jetzt, Ross. Oder wieso bin ich noch dran? Oh, stimmt ja. Nein! Egal, wir retten ihn und gucken wir mal, wie weit wir noch kommen. So, warten. Und Ross. Boah, hab ich ein Schwein. Meine Güte, habe ich ein Schwein. Es ist nur die Frage... Es ist die Frage, ob ich es irgendwie noch hinkriege, dass Ross auch mal einen Kill kriegt. Aber nein, da muss irgendjemand in den Wald zurück. In die Berge. Kommst du in die Berge? Nein. Wieso kommen die in die Berge und ich nicht? So, du gehst erstmal wieder zurück zu deinen Ahnen in die Berge. Eureka, wunderbar. Sehr schön. Besser geht's nimmer. Die ist schön ausgewischt. Was ist eigentlich... Also ich muss alle Gegner hier besiegen, gell? Gut. Beziehungsweise weniger... Okay, der wird wahrscheinlich dann auf... stimmt, der Ross ist ja ordentlich abgeschnackert. So, Ross geht hier hin und wartet. Der Franzl geht hier hin und tötet. Zumindest versucht er es. Come on, was kriegst du hin? Yeah, und... Ja, ausgezeichnet, wunderbar. Was für ein Tag. So, Seth bleibt ein bisschen zurück. Falk, ich merke gerade... Verdammt, ich bin mit... So, du machst irgendwie das Dings da mal zu. Du Halsabschneider wirst gleich wiederkommen. Deswegen, du gehst da mal hin und wir heilen den Ross nach. So, ich hoffe, er geht auf den Ross los, damit der Ross vielleicht noch den einen oder anderen Erfahrungspunkt mitkriegt, wenn er mal vielleicht mal was trifft. So, ansonsten stehen wir im Wald, das ist gut. So, wir machen hier das Türchen zu, damit er da nicht rankommt. Und du... ich muss sie alle umbringen. Die Frage ist, wie weit kommen wir jetzt noch? Da würde ich eigentlich ganz gerne noch hin. Deswegen machen wir das so, dass wir den jetzt absetzen. Und zwar hier. Hoffentlich geht der... Der macht sich nochmal voll. Na gut, dann schauen wir jetzt mal. Franzl! Ja! Mega Franzl! Ah, du kriegst noch deine Sissi. Mir wurde auch vorgeschlagen, in diesem Spiel die ganzen verschiedenen... Moment mal! Wer seid ihr? Wir sind die Kräuterpolizei. 2, 3, 4, Husten und Schnupfen sind zusammen mit dem Kopf bald vorbei. Dass ich die verschiedenen Gesprächs... Nein! Nein! Obwohl... Moment, kann ich mit Arika da auch reden? Nein. Ross Boss kann... Reden, ja! Schau mir mal, was er sagen kann. Vater! Ross, Junge, was habe ich dir gesagt, was du hier zu suchen? Mach dir keine Sorge um mich, bring dich schnell in Sicherheit. Dachtest du wirklich, ich würde mich verstecken, während du kämpfst, Vater? Du hast mir beigebracht, dass Kämpfer für das kämpfen, was ihnen wichtig ist. Auf keinen Fall werde ich gehen. Ich werde, so wie du, kämpfen. Ross, also gut, hör mir zu. Wir werden uns gemeinsam den Weg freikämpfen. Wunderbar, wir haben Garcia bei uns in der Truppe. Wir werden Garcia mal hier warten lassen und wir werden ihn nicht zum Zuge kommen lassen. Du... Moment, was ist deine Reichweite? Ah, zu schlecht. Das gefällt mir gut. Besuchen wir mal dieses Dörfelein. Na, was ist los? Was soll der Krawall? Was? Banditen?
Hört alle her und verbreitet die Nachricht. Schließt sofort die Tore. Ich danke euch für eure Warnung. Bitte nehmt dies als bescheidenes Dankeschön an. Oh ja. Weihwasser her! Wozu? Ich fliege überm Dorf. So. Dann gehen wir mal dahin. Gut. Oder auch nicht gut. Ich kann ihn nicht heilen. Aber ich könnte den hier daneben stehen lassen, während du einen sehr verdammt verlockenden Aktionsradius hast. So. Kannst du... obwohl das... Moment. 7 ist schlecht. Wisst ihr was? Ich verziehe mich zurück hierhin, auch wenn alle sagen, wie kannst du es wagen? So, aber ich würde ja Heilung kriegen. So, das sieht gut aus, Du gehst auch nochmal hier in den Wald und dann sieht es gut aus. Komm schon, Franz, du kannst das ausweichen. Ja. Sehr gut, dass ich mich auf die Burg zurückgezogen habe, in mein Feriendomizil. Das, was meiner würdig ist. So, komm, nimm die Hacke und kack ihm aufs Brot. Ja. Aus, verdammt und vorbei. Das... Ja, Franz. Und jetzt Level Up für Mr. Hakato. Ja! Sehr gut, alles hat so funktioniert, wie es funktioniert hätte so. Oh mein Gott. Sag bloß, ich habe jetzt ein Level Up in eine beschissene Einheit investiert und habe ich auch noch Pech gehabt. Naja, Moment, Garcia ist... Moment, was haben wir hier? Level 4 und Kämpfer! Hat Wurfbeil und Eisenaxt. Aber Franzl hat's nötiger, der ist noch Level 2. Gut, du warst Level 4. Gut. Franzl, du bekommst den Todesstoß. Doch wird er ihn schaffen? Das erfahren wir in der nächsten Folge von Let's Play Fire Emblem 8. The Sacred Stones. Bis dann, ciao.